So, wir sind wieder zurück bei Distant Worlds 2. Mal schauen, was uns heute für ein Abenteuer erwartet. Ich denke, ich werde heute eine etwas längere Session einlegen und werde das dann eventuell für YouTube auf 2 Folgen schneiden. Mal schauen. Mal schauen, wie es läuft. Vielleicht laufen wir heute unserer absoluten Vernichtung entgegen und ich sehe kein Land mehr in Sicht, kein grünen Zweig, aber so sieht es nicht aus. Obwohl wir wieder stark abgesunken sind durch unsere Einkäufe. Ich meine, ein schwarzes Loch gefunden. Mitten in, wie heißt das hier? Nebel. Ja, Nebel. Interessant. Ich dachte, wenn ich hier innen spawne, dann kann ich das als taktischen Punkt benutzen, aber wir sind ja mal wieder im Outer Rim gelandet. Ich habe es ja zufällig diesmal ausgewählt. Und somit, tja, schauen wir, was war das? Schauen wir, was passiert. Okay. Ich drehe mal so ziemlich alles ab. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Störsound herkam. Kann ich jetzt nicht sagen. Machen wir einfach weiter. Vielleicht höre ich irgendwo ein Gewitter. So, wie sieht es denn da jetzt aus? Die erste Flotte. Nein, das wollen wir immer noch nicht. Die erste Flotte. Repariert sich, genau. Die hat er hier gefightet. Im Vortica-Nest. Das Vortica-Nest hier gesäubert. Und die ist auch, müsste ja auch ein Erkunder unterwegs sein. Bergwasch, ich kenne ihn noch nicht. Dann darfst du hier weiter erkunden. Gut, dann haben wir das soweit. Die dritte Flotte sitzt hier. Ja, im Westen unseres Reichs. So wie die zweite Flotte. Die vierte Flotte. Die sollte patrouilliert. Ah ja, die haben wir hier runtergezogen, genau. Soll sich hier um das System kümmern. Ja. Er hat keine Mission. Dieses Erkundungsschiff hat keine Mission. Sagt es mir. Okay, dann macht er nichts. Und da schon. Ach so, hoppala, da ist er. Hab ich nicht gesehen. Dürfen sich die aufteilen. Obwohl. Naja, ist egal. Wir müssen beide umgebaut werden. So.
So, ich wollte Wirkung nur weiterführen. Du hast hier auch nichts zu tun. Das hat dich ein Gerücht. Macht ja auch nichts. Mehr Händisch. Aha. Haben wir schon was gefunden? Sehr nice. Kastler. Das ist doch prima. Wir werden noch so ein kolonisierbarer Planet, super. Wie viele Kunden haben wir hier? 1, 2. Es wäre alles in unserer Reichweite. Aber wie gesagt, Forschung von verbesserten Raketen stehen. Ich bleib beim gezielten der gezielten Ausbreitung. Obwohl ich ja doch die in meinem eigenen System schon irgendwie Manager 2. Kann ich da nicht ein Ding hinschicken? Ganz kurz, ganz kurz. Was? Schwerelosigkeitskampfforschung abgeschlossen. Hat sich der Enttarnung. Der hat das gestohlen. So, so, da schicken wir jetzt mal einen Botschafter rüber. Vielleicht bekommen wir die ja. Was weiß ich, hässlichen Käfer. Dann können wir nicht viel machen. Mal schauen. Mal schauen. Dass wir da was ausgelassen hätten. Das ist wirklich cool. Da hat Endor seine eigene Kasselnstation. Das ist cool.
Okay. Da müssen wir noch mal später hin und noch mal untersuchen. So, das ist jetzt fertig. Passagierspiel. Haben hier dann alles durch. Ja, bevor ich da rüber gehe, schauen wir sich das noch mal an. So, und was haben wir hier? Die trauen sich aber was. Ich muss auch mal schauen, dass ich in die Richtung was mache. Aber du erkundest hier mal. Zwei. Ja, was muss ich dann beide bauen? Ja, Koloniezufriedenheit plus 10 plus 5 sind sicher nicht schlecht. Alle Forschungen plus 10%. Das werden wir sich mal dazu nehmen. Können wir die jetzt noch pimpen? Leider nicht mehr.
Da müssen wir jetzt um die 2,5 Jahre, 3 Jahre mit dazu nehmen. Ne, ich bleib bei den Sensoren. Vorerst. Aber wenn ich schon in der Pause bin, sind das die Kolonien, ja. Hier ist eins gebaut. Hier noch keins. Das hat die Zufriedenheit plus 10 hoch und dann kann ich eventuell eine halbe Milliarde. Bauen wir das mal. Haben wir eigentlich? Nein. Auf Endor haben wir einen Raumhafen. Und da noch nicht. Ja, den bauen wir. Dann hat nämlich auch die Privatwirtschaft die Möglichkeit, dort Schiffe umzubauen. Und das entlastet uns etwas. Und da ist jetzt hier unten. Ja. Dann haben wir jetzt die. Wir haben halt jetzt hier noch kein. Sehr schön. Hat sich die Erkundung auch ausgezahlt. Oh. Haben wir gleich ein neues System für uns. Das hat nicht. Nee, das können wir sich jetzt im Moment nicht leisten. Unbekannte Ruine, danke. Aber wir können sie mal zu uns holen. Irgendwann holen wir sie. Eisplanet. Gas. Meteoritenfeld. Schwefel. Gas. Nichts Bewohnbares. Ja, das hier sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Da gibt es überall. Eismond. Eissee, Eisplanet. Unser Planet. Gut, dann haben wir hier runter noch zwei Systeme. Los, Stellar Guardian. Erkunde hier mal. Er macht noch fleißig weiter. Genauso wie dieser hier.
Achso, jetzt habe ich die ja nicht umgebaut. Nein, macht ja nichts. Wie lange dauert das? Steht das da im Bau? 30%. Okay. Waffenakademie. Mhm. Sowas habe ich noch nie. Aber ich glaube, das nehme ich auch bei den Soldaten. Oder wo waren denn die? Antriebe. Deflektoren. Kann ich mir vorstellen, nicht genug Geld. Okay. Also Star Marine Kaserne. Wir sind auf Schocktruppen, okay? Eine Railgun für die optimierten Fregatten wäre super, ne? Die wäre der Hammer. Die schieben wir noch vor. Gut, was bist du? Transporter. Weiter geht's. Hier oben, hm? Seine ist nicht erkundet. Ja, die können wir da schon bauen. Die ist gut bei uns drin. So, machst du da jetzt? Nein. Okay, und was ist, wenn du aufs Untersuchen gehst? Keine Mission. Okay. Na dann. Hier aus, kannst ein ganzes Ding. Zack. Ja, wir sollten das hier auch, wenn wir schon hier nach oben gehen. Jawohl. So. Dann sollten wir auch die ganzen Systeme hier erkunden. Haben wir noch nicht fertig, da ist er dran. Vom Sprit her kommt er gar nicht mehr so weit. Du darfst ihn tanken. Ah, wie praktisch. Du hast keine Mission. Die Umbaustation ist noch nicht fertig. Dann darfst du hier das
System erkunden. So, was haben wir hier? Optimierte, optimierte Kolonisierung stehlen. Okay, nice. Railgun Bewaffnung stehen. Die haben wir ja schon. Ein neuer Spion, okay. Nein, da wollen wir immer noch nicht bauen. Da nach oben will ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, der drängt mich da Richtung Mitte, das will ich nicht. Ich bleib hier in meinem Revier. So. Das sollte dann bald fertig sein. Und was haben wir denn da steuern? 5%. Achso, das ging ins Minus, Entschuldigung. So. Wenn das dann fertig ist, sollte das dann wieder auf 20 sein. Schauen wir sich das mal an. Ich weiß, das hemmt das Wachstum. So, sollte man dann schon langsam was machen in Richtung Geld. Der schnellste Weg wäre. Was haben wir denn? So, mal schauen, ob sich hier dann was tut. Mal gucken, ob die beliefert werden. So, das Teil ist jetzt fertig, aber die haben keine Entwicklung, Verteidigung, Zufriedenheit. Also Zufriedenheit haben die plus 5 bekommen, okay. Nein. Na gut, dann altbegehrt und was immer funktioniert. Die Baustationen. Oh ja. Yeah.
wir gerne an. Die nehmen wir auch gerne an. Die nicht. Die auch, jawohl. Und da haben wir jetzt eine Asteroid. Oh nein, Moment, da haben wir auch was Schönes. Oh. Der Gravilex. Die auch dazu. Unbekannte Kreatur. Ja, ist die erste Flotte im nächsten dran. Springt man ja schon wieder. Erste Flotte macht es. So, was haben wir hier? Haben wir auch eine Station. Alles, was jetzt so bei uns jetzt in der Nähe erkundet wurde. Aber mit Logistik, okay. Schlachtfeldsabotage. Gut. Was habe ich denn noch nicht? Was habe ich noch nicht? Die Bergbaustation habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? V2, V2. Frachtraum V2. Kleiner Raumjäger Hafen. 94. Kleiner 25. Der mittlere 50. Ja, mit dem neuen Sensor baue ich die dann um. Der müsste bald soweit sein. Es geht los. Die Galaktische Allianz. Die erste Galaktische Allianz, bitte. Thank you.
Wo gibt es denn schon wieder Action? Und der Rest von der Ansatz hinspringen. Wir wollen schon wieder zurück. Na dann. Das nicht auf automatisch schalten kann. Nicht springen, wage es nicht. Na gut, dann ziehe ich das mal zurück. Oh, da haben wir schon das nächste gefahren, gut. Wir haben noch gut Sprit. So, die Forschung ist fertig. Ich habe es gerade gesehen. Das wird uns jetzt gleich mal eine ordentliche Spritze bringen. Mit was fangen wir an? Wie immer mit den Frachter. Schauen wir mal. Die haben wir hier in normalen Kurzstrecken. V2. So, und diesmal auch die Bergbaustationen. Ja, mit der mittleren geht sie sich 19 nicht aus. Aber ich will die haben. Das ist eine schwierige Entscheidung. Die Frage ist, brauchen wir ein Handelszentrum? Ohne die Energie kann er leben. Aber ohne Generator sicher nicht. Und ohne Besatzung auch nicht.
Scheiße, machen wir so. Nehmen wir den Deflektor weg. Oder machen wir mal anders. Also nee, das ist beides, es ist wurscht. Das ist egal, es ist beides eingebaut. Das sind also schon die kleinsten, die wir eingebaut haben. Gut, dann sollen sie die jetzt mal umbauen. Mach das. Der Raumhafen ist auch schon fertig. Habe ich ja gerade gesagt. Heftigst, heftigst, heftigst gebaut. Und auch hier. Ich dachte, der Wurm nur dort, aber hier. Ja, wir wachsen noch fleißig an. So, was haben wir hier gefunden?
Ist nicht low. Sollte dir nicht eng Informationen fliegen? Der springt jetzt nicht weg. Was ist denn da? Sammeln. Das muss ich dankend ablehnen. Wir haben keine Kohle dafür. Dann macht er was. Da sind wir halt noch nicht alle da, aber du machst immer der Kreuzer dahinter her. Ja. Duckert. Ich sehe da jetzt nicht wirklich viel Unterschied zu der anderen Formation. Aber die Kreuze halt in der Mitte. Ja.
Oh, vom Chat kann ich auch mitfliegen, ich halte es nicht aus, oder? Ist es der Chat? Ja, sicher, ich bin im Bomber drin. Aber oh, wie geil. Da gibt es ja noch die. Was habe ich denn jetzt an? Die Brückenkamera auf Umschalten B. Den nehmen wir mal da. Oh je. Oh ja, weh. Midgard geht's nicht so gut. Na warte. Ein, zwei müssen das aber gleich aufsammeln. Wenigstens das Gröbste. Schon geladen, ja, aber noch nicht mehr. Die Fliegerstaffeln. Wir haben nur viel Sprit. Es ist nur noch einer übrig. Sollte nicht ein Tanker dabei sein?
killen jetzt alles, was irgendwie Gravelix heißt. Nenne ich jetzt dann Gravelex Auslöschung. So, Forschung abgeschlossen. Die Stahlwaffen. Weil die gestohlen hat? Ja. Mache ich jetzt mal einen Save und einen Break für YouTube.